So, jetzt geht es um etwas Nützliches. Und zwar ist es trashmail.com, also trash-mail.com. Und zwar ist das gut, wenn man auf irgendeiner Internetseite ist und nicht weiss, ob man der soll vertrauen und seine E-Mail-Adresse angeben. Viele geben sie dann einfach nicht an, aber vielleicht haben sie einen Dienst, den man irgendwie braucht. Vielleicht kann man dort irgendetwas abladen, das man braucht oder wie auch immer. Und dann muss man irgendwie eine E-Mail-Adresse haben, um über eine Stufe hingehen. Oder wenn man sich in ein Forum einloggen muss, um Beiträge zu lesen. Ja. So Sachen kann man dann machen. Und wenn man da die richtige E-Mail-Adresse gibt, vielleicht kommt man dann aus Spam über oder irgendetwas. Genau. Und für das kann man dann Trashmail brauchen. Man kann dann kann man eine Trashmail-Adresse dort angeben. Und da ist einfach ein E-Mail-Anbieter, der kein Passwort hat. Also ich kann da Mustermann eingeben und dann einfach E-Mails holen. Da gibt es ohne irgendetwas. So, und den Mustermann ist natürlich der normalste Benutzername, da hat es auch viele schon Sachen. Da haben schon auch viele benutzt, den Namen. Aber man kann auch irgendetwas eingeben, wo halt nicht jeder hat. Und jetzt, wenn man irgendetwas anderes eingibt, wie irgendwie einfach Wörter, die es nicht gibt. Also man kann auch Mustermann nehmen, das ist nicht das Problem. Und jetzt, es gibt gar keine Nachrichten für das. Wenn du jetzt deine E-Mail-Adresse als so angegeben hast, dann hast du jetzt deine E-Mail und kannst die benutzen vielleicht. Das ist einfach gut, wenn man schnelle E-Mail-Adresse will, aber nicht, wenn sie nicht echt angeht, dann kann man da Trashmail benutzen. Sehr nützlich.